Mensch, lasst mir was über. Ach, Leute. Ich will doch nicht, dass... Alarm! Ein Mist wie wenige. Genau, richtig. Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Alter, sag mal, ne? Zu einer weiteren Folge. Wir machen jetzt hier erstmal die Wüsten-Scavenger platt. Bevor die anderen die... Oh, schade. Mist. Naja, gut, okay. Kann passieren. Ja. Herzliches Grüß Gott da natürlich. Ist nicht zu holen. In dieser ersten turbulenten Folge, die so angefangen hat, wie es jetzt. Weil beim letzten Mal habe ich abgespeichert und da war im Hintergrund hier dieser Kampf und das habe ich mir erst später aufgefallen. Aber das soll uns ja eigentlich nicht... Nicht zu holen. Na, da ist ja noch ein dritter hier. Das soll uns eigentlich nicht davon abbringen, dann später weiterzumachen. Da hinten ist wieder ein... Das sieht aus wie ein Feuerteil hier. Ein Feuerhund oder Feuerteufel, genau richtig. Das soll uns aber nicht davon abhalten, doch nochmal die Umgebung hier ein bisschen zu erkunden und eine Fischsuppe zu klauen und noch ein paar andere Geschichten, die hier rumliegen. Und dann werden wir uns dann gleich an die Arena-Kämpfe machen. Ich hoffe, dass ich da irgendwie so ein bisschen die Chance dazu habe. An den gehe ich erstmal nicht ran. Aber das heißt, ich muss mich erstmal anmelden bei Herrn... Moment mal, Gornaran ist es nicht. Außerdem muss ich ja noch einen Tag warten. Das heißt, es ist viel zu spät. Herr Gornaran, hallo. Hallo, ich heiße Roland, bin neu hier und wollte mich mal umschauen. So? Na, warum nicht? Ich heiße Gornaran. Willkommen in Ashdod. An der Küste habe ich auch jemanden getroffen, der so eine Rüstung trägt wie du. So? Du meinst dann sicher Gor Assur. Ja, den kenne ich sehr gut. Ihr beiden scheint nicht aus Varan zu kommen, oder? Das stimmt. Gor Assur, ich und noch zwei andere Templer sind mit dem Guru Kane ursprünglich von den Korinseln aus hierher gekommen. Guru? Templer? Guru und Templer von was, bitteschön? Darüber rede ich nicht gerne. Wenn du das unbedingt wissen willst, dann frage Kane danach. Du findest ihn in der Stadt. Ich habe mit allem, was früher war, abgeschlossen. Jetzt bin ich Arena-Kämpfer von Ashdod. Und das genügt mir. Man kann also gegen dich kämpfen. Ja, wende dich an Ibrahim, falls du an einem Kampf interessiert bist. Der erklärt dir alles Weitere. So, da gibt's doch noch einen Quest-Eintrag, der da heißt Kane. Quaichang Kane. Nee, der nicht. So, und zwar an der Höhle von Ashdod habe ich einen geheimnisvollen Mann zu namens Gor Assur getroffen. Er scheint zumindest hier nicht zu sagen. So viel entnahm ich seinen Worten, dass er nicht der Einzige in Varan ist, der diese Rüstung trägt. In Ashdod soll sich ein Mann namens Kane ansprechen. Ah, der ist ja noch zu suchen. Ja, Kane. Ich glaube, ich werde erstmal eine Runde ins Bett gehen. Gut, okay. Ich und meine Albernheiten. Dann werden wir mal bis 8 Uhr schlafen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Energie getankt. So, das dürfte noch unser... Was machst du denn da? Okay. Animationsfehler kann passieren. So, du bist ja natürlich noch der Gornaran. Dann haben wir ihn hier. Den Sandro. Dann haben wir Ramon. Und du bist Ibrahim. Speichern. Tja, durch das ich ja schon irgendwas da aktiviert habe, und zwar mit Ramon, den habe ich herausgefordert. Und zwischen 8 und 18 Uhr nochmal fragen, aber ich frage erst nochmal in Ibrahim. Habe ich denn wirklich schon Geld gelassen bei ihm? Naja, aber trotzdem, doppelt hält besser. Ich will in der Arena kämpfen. Sehr schön. Zahl deine 250 Goldstücke und dann geht es los. Hier hast du das Gold. Lass mich sogleich gegen den Champion kämpfen. Oh, was? So schnell geht das nicht. Du musst zuerst alle anderen Kämpfer geschlagen haben. Ach, erst dann schon. Wird der Champion bereit sein, mit dir zu kämpfen. Na gut. Wer ist mein erster Gegner? Ramon, der Nomade. Geh zu ihm und fordere ihn heraus. Aha, Ramon, der Nomade. Ramon... Was bist du hier? Speichern.
Sugarmon, ich will mit dir in einer Arena kämpfen. Ich will mit dir in der Arena kämpfen. Ibrahim hat sein Preisgeld erhalten. So, dann wirst du heute mit gebrochenen Knochen nach Hause gehen. Das verspreche ich dir. Na, was ist? Schlottern dir schon die Knie, oder was? Deine blöden Sprüche beeindrucken mich überhaupt nicht. Zeig mir lieber, wie du kämpfen kannst. Das sollst du sofort sehen. Na dann los in die Arena. Ja, ne? Dann machen wir das mal hier so gemütlich hier. Oh ja, gerade eben, als ich Ibrahim Bescheid gesagt habe. So, gibt's da noch was? Nein. Okay, positionieren wir uns mal. Oha, bin ich mal gespannt, ob ich gegen den überhaupt komme. Na, was ist los? Hey du. Geht's los? Okay. Na los, ich bin bereit. Ich werde schnell mit dir fertig werden. Jetzt. Oho. Da habe ich den Einsatz verpasst hier. Okay. Den habe ich schon mal gekriegt, aber mehr schlecht als recht. Mal schnell speichern. Wach mal auf hier. Dann speichere ich erst. Darüber reden wir noch. Ja, sicher. Gluck. So, weiter. Warte mal. Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Nach dem Kampf. Okay. Nun, noch alles ganz? Verdammt, hast du einen Schlag drauf. Mir tun ja alle Knochen weh. Ja. Warte mal. Okay, dann haben wir das erledigt. Ja, dann werde ich mal was zu trinken zu mir nehmen und dann dem Ibrahim sagen, dass ich den Ramon geschlagen habe. Ich habe Ramon besiegt. Nicht schlecht. Hier hast du deine 500 Goldstücke. Dein nächster Gegner wäre Gornaran. Den wirst du aber nicht so leicht besiegen können. Er ist nicht nur stärker als Ramon, sondern auch ein Meister des Schwertkampfes. Ja, das werde ich mir schon gedacht haben, dass er nicht so einfach ist. Dann versuchen wir es trotzdem mal. Ich habe vorher im Off noch nicht geübt oder so. Kämpfen. Hier ist das Geld. Gut. Dein nächster Gegner ist Gornaran. Viel Glück. So, kommt der denn jetzt automatisch hier rein oder? Nee, der ist schon hier drin. Oh, die sind ja alle schon hier positioniert. Sandro, das ist ja der. Ja, Gornaran. Mir schlottern schon die Beine. Kämpfe mit mir in der Arena, Gornaran. Hat Ibrahim auch sein Geld erhalten? Ja. Ja, hat er. Gut, dann komm. Wo war er? Wo geht er denn jetzt hin? So. Am besten, ich werde mal. Ich glaube, ich muss ihn nochmal ansprechen. Okay. Musik ist wieder ausgegangen. Ich bin bereit. Na dann lass mal zeigen, was du drauf hast. Oha. Ihr macht so blöde Schläge, der Robert. Robert, nicht Roland. Aber ich habe ihn besiegt, den Gornaran. Cool, schwere Armbrust sogar gekriegt. Das ist doch klasse, liebe Leute. Wunderbar. Na dann wach mal auf, Gornaran. Nicht zu holen. Oh. Ich habe ihn schon geplündert. So. Wahrscheinlich heißt es dann wieder nach dem Darüber Kampf. Darüber reden wir noch. Okay. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ja, nach dem Kampf, genau. Wie sieht es aus? Alle Knochen noch ganz? Wie? Ja, alles noch ganz. Mir brummt allerdings stark der Schädel. Ich muss dir meine Hochachtung aussprechen. Du bist ein hervorragender Kämpfer. Gut. Warte noch mal. Was? Okay, dann nicht. Dann werden wir auch mal hier wieder mal ein bisschen was stärken. Was uns gestärkt hat, sind ein paar Tränke. So, Ibrahim. Auch ich ihn habe ich besiegt. Du bist wirklich ein hervorragender Kämpfer. Hier, deine 500 Goldstücke.
Dein nächster Gegner wäre Sandro. Ich bin gespannt, ob du ihn schlagen wirst. Er ist ein Belia-Kämpfer. Und das heißt schon was. Ein Belia-Kämpfer. Oh, weia. Speichere ich mal sicherheits nochmal ab. So, Bums, jetzt hat natürlich der rechte Roark, hat da nämlich seine Waffe gezogen. Das ist, weil ich nämlich vorher nämlich auch meine Waffe gezogen habe. Jetzt fragen wir Ibrahim nach dem letzten Kämpfer. Ich will gegen den nächsten Gegner kämpfen. Gegen Sandro. Hier ist das Geld. Alle Achtung, du hast was drauf. Dein nächster Gegner aber ist der Belia-Kämpfer Sandro. Ja, mit toll. Ihm wirst du es nicht so leicht haben. Das denke ich nämlich auch mal. Denn Belia-Kämpfer arbeiten sowieso immer mit miesen Tricks. Tja, Sandro. Da wollen wir mal gucken. Los, kämpfe mit mir in der Arena. Kämpfe mit mir in der Arena. Ibrahim hat sein Preisgeld erhalten. Eins muss man dir lassen. Mut hast du. Dafür werde ich es auch kurz und schmerzlos machen. Ja. Das verspreche ich dir. Vielen Dank. Auch ich werde so sanft wie möglich mit dir umgehen. Das will ich sehen. Ich könnte natürlich... Kann ich einen Zauber nehmen? Also jetzt nicht einen Zauber, um ihn zu bekämpfen, sondern einen Zauber, um mich schneller zu machen. Ja, ich habe ja einen... Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht packen werde. Das werde ich niemals nicht packen. Okay, jetzt muss er sich noch positionieren. Ja, auweia Popeia. Na dann komm, ich bin bereit. Du kannst es wohl gar nicht mehr abwarten, was? Oh ja, der ist ja gut in der Dings, in der Abwehr. Hab ich ihn in der Flanke drin? Der ist ja nur defensiv. Ja. Nicht schlecht. Wow, ich hab nur gepackt. Ich wusste das vorher echt nicht. Leute, lol. Ich hab echt gedacht, der macht mich völlig kaputt. Also das ist ja mal smooth gegangen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Sandro, jetzt habe ich den Arena Champion hier besiegt. Champion besiegt. Das ja nicht nochmal. Warte so, mal. Sandro. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Nö, ein Trank, nicht Tabak. Nun, lebst du noch? Bei Belia, du hast mich tatsächlich besiegt. Respekt. Warte und was mal. Noch? Okay, schwer einzuschätzen, was passiert. Sollte ich vielleicht auch gleich mal machen, aber das ist ja cool. Gucken wir mal ins Logbuch, die Arena von Ashdod. So, Ramon geschlagen, Ibrahim Gold gegeben, habe Gonaran herausgefordert, bezwungen. Ich habe Ibrahim im Kampf, Sandro ist besiegt. Ja, das heißt also, dann gehen wir nochmal zu den Herren Ibrahim hin und sagen so, auch ich habe Sandro besiegt. Ja. Ich habe Sandro besiegt. Bei Belia, das hätte ich nicht gedacht. Hier, deine 500 Goldstücke. Dein nächster Gegner wäre Kumpel. Er ist der Champion der Arena. Ach so. Wenn du gegen ihn kämpfen willst, musst du allerdings 1000 Goldstücke hinlegen. Wie bitte? Ich hab mich wohl da verhört, oder? Nee, hast du nicht. Wer den Champion herausfordern will, muss 1000 zahlen. Schließlich kannst du eine wertvolle Waffe gewinnen. Scheiße, ja. Davon hast du mir am Anfang der Kämpfe aber nichts gesagt. Stimmt. Du hast ja auch schließlich nicht gefragt, oder? Nun, ich... Jetzt bleib mal ruhig. Du bekommst dein Geld ja zurück, wenn du gewinnen sollst. Und erhältst obendrein noch eine wertvolle Waffe. Das ist ja eine gemeine Geschichte. Ich dachte, ich hätte einen Denkfehler gemacht. Dass Sandro der Champion ist. Ja, Naja. Probieren geht über Studieren. Ich will gegen den Champion kämpfen. Du hast wirklich Mut. Beeindruckend. Mach 1000 Goldstücke. Na, dann wollen wir mal. Moment. Eins muss ich dir noch sagen. So, na dann bin ich mal gespannt. Bei diesem Kampf geht es um Leben und Tod. Oh. Wie bitte? Kumpel, du hast ja alle seine Herausforderer getötet. Also musst auch du versuchen, ihn zu erledigen. Ich fass es nicht. Das hättest du mir auch früher sagen können. Ich will sofort mein Geld zurück. Vergiss es. Das drück ich nicht raus. Und versuch es ja nicht mit Gewalt. Sonst
rufe ich die Wachen. Bei Inno... Ich meine, bei Belia. Da bin ich ja ganz schön reingefallen. Tja, entweder lässt du den Kampf oder... Nichts da. Ich laufe nicht weg. Was aber werden die anderen Orks tun, wenn Krumpek tot ja. ist? Tja, erfreut werden sie wohl nicht sein. Ich sorge aber dafür, dass die Orks den Kampf nicht zusehen, weil ich sonst für nichts garantieren kann. Was allerdings nach dem Kampf passieren wird? Tja. Was? Okay, deswegen sind die auch nicht reingekommen. Ach du liebes Lieschen. Okay, er ist nicht dabei. Das heißt, ich muss zu ihm hin. Wo bist du denn? Nee, das ist... Na, da bist du ja. Krumpek. Hey, du. Los, Champion. Los, Champion. Die Arena wartet auf uns beide. Was? Du wagst es wirklich mit mir zu kämpfen, Mora? Na, warte. Ich werde dir alle deine Knochen brechen. Jetzt gib mal nicht so an. Mit so etwas wie dir werde ich schnell fertig werden. Los, feiger Mora. In die Arena mit dir. Dann gucke ich doch nochmal, was hier noch steht. So, ich habe mich entschlossen, den Champion herauszufordern. Es ist der Ork Krumpek. In diesem Kampf geht es um Leben und Tod. Ich muss Krumpek töten, um den Kampf zu gewinnen. Ja. Du liebes Läuschen. Ja, den kriege ich niemals hin. Und dann muss ich noch den Todesstoß... den Todesstoß bringen. Wo willst du denn hin da so? Okay. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ist dieser wuchtige Typ auch nicht so wendig. Kann ja sein. Auweia. Nee, ja. Ich mach mal einen Speicherstand. Ja, dann wollen wir mal gucken, was abgeht hier. Na los, fangen wir an. Ich habe nicht den ganzen Tag für dich Zeit. Na warte. Jetzt kannst du was erleben. Jetzt! Immer fester drauf! Ah, shit! Jetzt hat der mich natürlich so überrascht. Okay, müssen wir ein bisschen mehr Abstand nehmen. Oh, ja. Na los! Na warte! Jetzt kannst du was erleben! So, jetzt mache ich mal was anderes. Zack, 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 zack. Ah, jetzt sehe ich nichts. Ich sehe nichts. Immer feste drauf. Immer feste drauf, Roland. Immer feste drauf. Nein. Mach ihn fertig. Er hat gesessen. Nee, ich muss ihn ja töten. Shit. Oh Mann. Gut, dass ich dann extra Speicherstand gemacht habe. Ich bin mal gespannt. Schade, schade, schade. Was hat das wohl für Konsequenzen? Arena von Ashdod. Ich habe mich entschlossen, Champion ja. Ich habe Krumpek herausgefordert. Krumpek ist jetzt tot, müsste da stehen. Okay, dann wohl eher nicht, oder wieder was? Ja, okay. Ibrahim. Ich habe Krumpek besiegt. Bei Belia. So einen Kampf habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du hast deinen Preis wirklich verdient. Möge dir diese herrliche Waffe immer von Nutzen sein. Wir haben einen neuen Champion. Ja, mal. Weiter. Und? Wie sieht es aus? Wie soll es aussehen? Die Kämpfe sind vorbei. Du bist der Champion. Auf jeden Fall habe ich durch die Wetteinsätze eine Menge Gold verdient. Noch was? Nee.
Okidoki. Ja, was habe ich denn jetzt gewonnen? Ich habe jetzt ein Schwertchen gewonnen. Die Dämonenschneide. So, Schaden 205. Benötigte Stärke 150. Das Ding können wir also locker annehmen. Ah, das ist ja klasse. Das ist cool. Was ich jetzt noch ganz gerne wissen möchte, ist... erfüllte Mission. So, ich habe von Ibrahim den Siegerpreis sowie meine 1000 Goldstücke Wetteinsatz erhalten. Na, super, klasse. Hahaha. So, versuchen wir mal den nächsten Ork anzuquatschen. Du bist tatsächlich Champion geworden. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Danke, Ramon. Warte mal. Gibt's noch was? Kannst du mir mit dem Einhand... Einhand kann er mir beibringen. Kannst du mir den Kampf mit der Einhandwaffe beibringen? Hey, Arena-Champion. Höre ich richtig? Ich soll dir noch etwas beibringen? Warum nicht? Jeder, auch der Beste, kann noch etwas lernen. Deine Einstellung gefällt mir. Na schön. Ich werde dir beibringen, wie du besser mit der Einhandwaffe umgehen kannst. Ich weiß zwar nicht, ob ich dir noch viel beibringen kann, aber von mir aus können wir sofort mit dem Training anfangen. Was willst du für das Training haben? Weißt du was? Für dich ist es umsonst. Vielleicht kann ich ja auch von dir etwas lernen. Ja, warum nicht? Aha, was heißt umsonst? Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Gut, dann wollen wir sogleich mit dem Training beginnen. Umsonst. Na gut, okay, kein Gold, aber dafür her. Trotzdem Lernpunkte. Gucken wir mal trotzdem mal. Wir haben 34 diesmal. Und worauf ich nicht geachtet habe, ist eine Zweihandwaffe. Ha, 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 ha. Superklasse. In Zweihand bin ich äußerst mies drauf. Und zwar 35%. Würde mir also nichts bringen. Obwohl das Ding... schade, schade, schade. Ja, ich musste mich erstmal erholen von dem ganzen Schrecken. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Orks mir jetzt feindlich gesinnt sind. Also bis jetzt sagt noch keiner, aber es gibt ja noch diesen Bambok. Ich grüße den Arena-Champion von Ashdod. Danke, Gurnaran. Kannst du mir denn was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Wie? Der Arena-Champion will von mir etwas beigebracht bekommen? Warum nicht? Jeder, auch der Beste, kann doch etwas lernen. Du hast recht. Na schön. Bei mir kannst du lernen, mit der Zweihandwaffe umzugehen. Ich ahnte es. Wenn du willst, können wir sofort mit dem Training anfangen. Was willst du dafür haben? Nichts. Es ist mir eine Ehre, den Arena-Champion von Ashdod im Kampf mit der Zweihandwaffe unterweisen zu dürfen. Tja. Lass uns mit dem... 10 und 2. Ja, von den Tipps her in meinen Kommentaren zu diesem Let's Play sollte ich ja ein bisschen Obacht geben auf meine Lernpunkte. Ne? Wegen Magiewissen und dritter Kreis. Sandro. Hallo, Champion. Tja, ich denke, dass in nächster Zeit wohl niemand mehr gegen dich antreten wird. Sonst nix? Halt! Mora haben starken Krieger Krumpek getötet. Mora, komm jetzt sofort mit zu großem Ork-Schamanen. Ach, und was ist, wenn ich nicht will? Wambek und andere Krieger werden Mora zwingen, wenn Mora nicht will. Na, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Mora, jetzt kommen mit. Mora aber machen keinen Ärger. Sonst gehen Mora schlecht. Ich hab's geahnt. Menno. Jetzt muss ich zu so einem Ork-Schimpansen hin. Schaman. Oh ja, da ist ein riesen Ork-Lager. Oh, war ja. Bambek. Da ist er. Nee, ist er noch nicht. Na, mal gucken, wie sich Roland rausreden kann. Da ist er drin. Wir da. Ich jetzt lassen Mora bei Shakarosh. Was will der große Schamane von mir? Das dir große Ork-Schamane selber sagen. Sonst noch was? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Kannst du mir etwas beibringen? Aha. Kannst du mir was beibringen? Du bist ein starker Mora. Du hast Krumpek besiegt. Aha. Das heißt, du hast Ehre.
Und du, ein Morrer, willst von einem Ork etwas lernen? Ich kann es nicht glauben. Ich muss sagen, das gefällt mir. Gut, Morrer. Wambeck kann dir zeigen, wie du mit dem Bogen und der Armbrust umzugehen hast. Okay, das ist schon mal eine... Das ist eigentlich eine positive Wendung, weil dann könnte mir das beim Ork-Schaman, glaube ich, nicht so... So, du bist also der Morrer, der unseren starken Krieger Krumpek getötet hat? Schlimm werden wird. Ja, aber es war ein ehrlicher Kampf. Krumpek war dumm und hochmütig. Er ist selber schuld an seinem Ende. Doch ein Morrer, der stärker als Krumpek ist, könnte uns vielleicht nützlich sein. Ha. Wie meinst du das? In der Wüste haben Orks und Assassinen ein großes Lager errichtet. Ja. Beim Tempel von Tatmor suchen sie nach wertvollen Artefakten. Doch bis jetzt haben sie nichts gefunden. Geh daher zu Nemrosch. Er ist der Anführer der Orks in der Wüste. Frage ihn, wann er mir endlich Artefakte bringt. Was springt für mich dabei raus? Der Morrer will eine Belohnung? Ja. Gut. Wenn Chak'Arosh mit dir zufrieden ist, bekommst du deine Belohnung. Warum hört er nicht? Okay. Dass die immer von sich in einer dritten Person sprechen, finde ich lustig. Wer bist du? Ich bin der große Schamane Chak'Arosh, Morrer. Anführer der Orks von Ashot. Aha. Es wäre schwierig, seine Spruchrollen zu stehlen. Na, dann machen wir das doch mal. Jo, drei Gegenstände erhalten. Feuerregen und kleiner Feuersturm. Na, das ist doch mal klasse. Also dreimal Feuerregen und dreimal kleiner Feuersturm. Das finde ich gut. Schauen wir doch mal. Erfüllte Missionen. Okay, das haben wir gemacht. Aktuelle Missionen hätten wir hier Nemrosch, Tangrok und Kuschok. Der Ork Tangrok erzählt, dass er Vertraute seines Anführers Chak'Arosh ist, aber der Ork Kuschok ist ebenfalls ein Vertrauter von Chak'Arosh. Anscheinend mag Tangrok Kuschok nicht besonders. Vielleicht müssen wir noch mehr von Nutzen. Ah ja, genau, von Nutzen sein. Also das ist doch gut, das ist ja gut für uns ausgegangen. Ich hatte nochmals Glück gehabt. Krumpeks Tod hat mir anscheinend keine Nachteile bei den Orks von Ashdod gebracht. Vielmehr will ihr Schamane Chak'Arosh, dass ich einen Auftrag für ihn erfülle. Ich soll in das große Wüstenlager gehen und den Ork-Anführer Nemrosch fragen, wie weit er denn mit den Ausgrabungen beim Tempel von Tatmor ist. Ja, das ist auch ganz gut und schön, aber das mache ich erst, wenn ich hier irgendwo eine Rune finde. Aber da werde ich natürlich jetzt hier nicht großartig... Almansor! Hallo Almansor, darf ich dich mal was fragen? Aber Moment mal, wen soll ich denn... Ich frag mal was. Darf ich euch sprechen, ehrwürdiger Meister der schwarzen Magie? Was willst du von mir? Ich spreche gewöhnlich nicht mit jedermann. Ich bin ja Champion. Wer seid ihr, Meister? Du stehst vor Almansor, dem Herrn und Gebieter von Ashdod. Für gewöhnliche Auskünfte stehe ich dir daher nicht zur Verfügung. Genau. Da wendest du dich am besten an meinen Vertrauten, den Adepten Alvarez, oder an jemand anderen. Ich hingegen habe nur Zeit für dich, wenn es sich um sehr wichtige Dinge handelt. Okay, einmal so, das weiß ich ja jetzt auch. Das musste er natürlich mir auch nochmal persönlich sagen. Du kannst auch mal was sagen, bitte sehr. Ich hab da mal eine Frage. Ich glaube, Kuschok hat keine Lust, mit dir zu sprechen. Oh, der ist sauer. Der ist sauer. Boah, ist der sauer, ist der. Gucken wir mal hier so im Lager rum, was es so alles gibt. Hier zum Beispiel kann man Blauflieder pflücken. Im heißen Wüstensand. Was ist hier? Hier ist nichts. Oh, hier ist auch wieder so ein Galgen. Suef. Oh. Halt, warte mal. Ach, hier ist Kane. Ich möchte dich mal etwas fragen. So, was willst du von mir wissen? Du trägst zwar die Kleidung der Assassinen, doch kenne ich dich nicht. Sag, woher kommst du, Fremder? Ich komme aus Korinnes, wo mein Meister mich zum Adepten ausgebildet hat. Aus Korinnes kommst du? Das ist interessant. Sehr interessant sogar. Auch ich komme nämlich von dieser berühmten Insel, musst du wissen. Ist doch alles nur aus Korinnes, aber eine Kleidung, wie du sie trägst, habe ich dort bisher noch nirgends gesehen. Das glaube ich.
da diese Kleidung nur bei unserer Gemeinschaft im Minental getragen wurde. Du musst das ja besser wissen. Es ist die Kleidung eines Gurus, zu dem ich mich ernannt habe, nachdem mein Meister nicht mehr ist. Ja, wer also alles ist und was er eventuell noch für Spruchrollen bei sich trägt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bin so froh, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Das könnt ihr mit einem Spruch oder mit dem Daumen belohnen. Und oder mit dem Daumen. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Ciao.